Herzlich willkommen zu den ermutigenden Geschichten von Eventpastor und Lifecoach Micky Wiese. In der letzten Woche habe ich meine Ausbildung zum systemischen Berater in Kassel abgeschlossen und habe die Chance natürlich genutzt, auch auf der Documenta ein bisschen herumzuschauen. Und als ich dann am Mittwoch an den Kulturbahnhof kam und dort das Kunstwerk Der Schotthaufen gesehen habe, da fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren, was es denn nun bedeutet, ein systemischer Berater zu sein. Ich kann nun jeden Schrotthaufen beraten und ihm erklären, dass er in einem anderen System eigentlich ein Kunstwerk ist. This song, esta canción, is for all the people on the planet. Denn dieser Schrotthaufen ist nur auf den ersten Blick ein Schrotthaufen. Wenn man aber genauer hinschaut und sich die Geschichte des Schrotthaufens anschaut, dann merkt man, dass er ganz genau berechnet ist. Da sind statische Vermessungen vorgenommen worden. Jedes Teil ist genau an seinen Ort platziert worden, so dass der Schrotthaufen eben nicht zusammenbricht. Dann sind einzelne Teile aus dem Schrotthaufen herausgenommen worden, sind in Beton gegossen worden. Diese Betonteile sind in den Schrotthaufen wieder eingefügt worden. Und die Original-Schrottteile sind dann in einer anderen Halle ausgestellt worden. Das heißt, wenn man tiefer schaut, merkt man, dass dieser Schrotthaufen etwas Besonderes ist und etwas Besonderes hat. Und es kommt darauf an, innerhalb welchen Systems ich ihn betrachte, beziehungsweise in welchem Rahmen ich ihn betrachte. Wenn ich ihn einfach nur als einen Schrotthaufen in einer Landschaft betrachte, dann fühlt er sich vielleicht nicht so gut. Wenn ich ihn aber als einen Teil einer der größten Kunstausstellungen der Welt beschreibe und er sich als Teil dieser Kunstausstellung begreifen kann und entdecken kann, dann sieht die ganze Sache schon wieder ganz anders aus. Das hat mich an die Geschichte von dem Sultan erinnert, der einen Traum hat. Und er träumt, dass ihm alle Zähne ausfallen. Und er ist etwas beunruhigt über diesen Traum. Und er ruft sofort einige Traumdeuter herbei. Und die rätseln noch so, was der Traum bedeuten kann. Und dann tritt einer der Traumdeuter hervor und sagt: Sultan, ich glaube, ich weiß, was dein Traum bedeutet. Dein Traum bedeutet, dass alle deine Verwandten sterben werden. Nur du wirst übrig bleiben. Darüber ist der Sultan so erschrocken und so erbost auch, weil er diese schlechte Nachricht gar nicht hören will, dass er den Traumdeuter in den Kerker werfen lässt. Wiederum beraten die Traumdeuter hin und her. Und sie haben ja jetzt schon gesehen, was passiert, wenn sie ihm eine schlechte Nachricht bringen. Da kommt einer der Jüngste der Traumdeuter nach vorne und sagt: Sultan, ich weiß genau, was dein Traum bedeutet. Es ist ein wunderbarer Traum. Dieser Traum verheißt, dass du älter werden wirst als alle deine Verwandten. Und dass du in hohem Alter in Frieden und Würde und Weise sterben wirst. Das erfreut den Sultan so sehr, dass er ihn mit Gold überhäuft und Belobigungen. Old Jamaican Ginger Beer. Es kommt darauf an, wie wir die Dinge betrachten und in welchen Rahmen wir sie setzen, die uns passieren. Und ich bin gespannt, wie es euch in dieser neuen Woche mit diesem Gedankenimpuls geht und wünsche euch dabei natürlich wie immer viel Spaß und viel Neues. Alles Liebe.
euer Mickey.